Die Königin war in eine Zelle gesperrt worden. Ihre goldene Rüstung hatte sie gegen ein schlichtes Gewand eingetauscht. Ihr Gefolge gegen ein paar Ratten. Sie gab ein Bild des Elends ab. Machtlos stand Mewe am Fenster, umklammerte die Gitterstäbe. Sie weinte und klagte vor Zorn. Lyrien war nicht mehr frei. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Thronebreaker The Witcher Tales. Beim letzten Mal, ja, haben wir eigentlich erst sogar noch einen neuen Verbündeten getroffen, nämlich Ike von Denethle, den wir bei der Manticore-Jagd begleitet haben. Und dann sind wir auch nach Lyra zurückgekehrt und dort, ja, hat unser Sohn Willem sich einfach den Nilfgaardern, ja, unterworfen, hat mit ihnen quasi einen Friedensvertrag abgeschlossen, hinter unserem Rücken, offensichtlich zusammen mit Caldwell und dem Rat der Älteren. Und weil wir das nicht so einfach hinnehmen wollten, sind wir jetzt im Kerker gelandet und haben jetzt natürlich unsere Einheiten alle verloren, weil wer folgt schon einer Königin im Gefängnis, ne? Ja, komme alle weg. Ich ungelegen. Scher dich weg, Caldwell. An diesem Plan hast du lange gefeilt, was? Hast die Streuner von Spalla von der Kette gelassen, damit ich mich um sie kümmere. Und deinen Kohorten damit die nötige Zeit erkauft, um Lyrien an Nilfgaard zu verschachern. Tja, ihr habt es durchschaut. Zwar erst hinterher, aber immerhin. Und Willem? Du hast ihn umgedreht. Wie? Der Junge taugt nicht für die Krone. Er hat weder die Intelligenz noch die Tapferkeit. Ich weiß das, ihr wisst das, nur er selber nicht. Willem wollte sich unbedingt als Staatsmann beweisen. Das habe ich möglich gemacht. Und ich wurde reichlich belohnt. Tatsächlich bin ich seit gestern Pfalzgraf. Alter, der Typ und seine eklige Wampe, ey. Dazu hast du weder meinen Segen noch meine Glückwünsche. Da muss ich dich enttäuschen. Das ist mir egal. Ich bin vielmehr hier, um euch Lebewohl zu sagen. Willem wünscht euren Tod nicht, kann ihn sich nicht mal vorstellen, wie ihr genau wisst. Außerdem steht zu erwarten, dass seine Entschlossenheit schwindet und er euch dann befreien will. Daher werdet ihr euch morgen früh, wenn der König General Ebdahi seine Treue schwören wird, an eurem Bettlaken erhängen. Ganz ehrlich, das klingt ja nach einem ganz tollen Plan, den er sich da ausgedacht hat. Ich glaube, an sein Gewissen können wir echt nicht mehr appellieren. Der hat das von Anfang an ja scheinbar oder seit einer ganzen Weile schon geplant. Wer weiß, ob der schon seit einer Weile sogar die Invasion mit Nilfgaard zusammen geplant hat. Ich würde nicht sagen, dass er vielleicht ein Spion direkt war. Aber wer weiß, Nilfgaard hat vielleicht ja vorher schon zumindest so ein bisschen was vorbereitet. Deswegen, ganz ehrlich. Ah, verstehe. Du willst, dass ich vor dir auf den Knien um Gnade flehe. Geh und besorg es dir mit einer Pike, Caldwell. Und deine Schergen brauche ich nicht. Ich kann mir allein das Leben nehmen. Adieu, Hoheit. Und nutzt euren letzten Abend weise. Mewe fühlte eine Woge der Verzweiflung, biss sich aber auf die Lippen. Caldwell würde nicht die Genugtuung kriegen, sie weinen zu sehen. Der Morgen kam. Schritte hallten durch den Korridor. Mewe erhob sich von ihrem Lager und ging in die Mitte der Zelle. Sie war auf alles gefasst. Nun ja, auf fast alles. Der Herzog der Hunde? Was macht der denn hier? Titel sind angesichts der Umstände belanglos. Vergessen wir sie. Ich bin Gascon. Hat Caldwell dich geschickt, um mich zu töten? Nein und nein. Im Gegenteil, ihr seid frei. Wie soll ich es sagen? Dieser Schuft Caldwell hat mich und die Streuner von Spalla als Köder benutzt. Im Rahmen einer Intrige, um dein wohlgestaltes Gesäß vom Thron zu entfernen. Was ein Kunde. Nun bin ich nicht nachtragend. Ich vergebe schnell. Deine Drohung, mich an den Galgen zu bringen, schon vergessen. Aber ich kann es nicht leiden, zum Narren gehalten zu werden. Als die Streuner mich befreiten, wusste ich, was ich tun würde, um es dem Grafen heimzuzahlen, bevor ich verschwinde. Dich befreien. Unter einer Bedingung. Du musst mich darum bitten, Herrin. Höflich. Ganz ehrlich, der Typ, ich meine, ich find's toll, dass er uns befreien will und so, ganz klar, aber ich habe noch nicht vergessen, was der, sag ich mal, in Lyrien und Rivien angerichtet hat. Der hat dort einige Leute
auf ziemlich böse Weise umgebracht und vieles zerstört. Teilweise nicht unbedingt schlimmer als die, teilweise nicht unbedingt weniger schlimmer als die Nilfgaarder. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde es hassen, so jemanden um Hilfe zu bitten. Auf der anderen Seite, ich glaube, wir müssen den Stolz runterschlucken. Ich meine, vielleicht könnten wir ihn überwältigen. Ach komm, was bleibt uns übrig, ne? Ich tue dies und noch mehr für mein Königreich. Ich beuge sogar vor einem Banditen das Knie. Also bitte ich dich, Gascon, Herzog der Hunde, befreie mich. Ha, unglaublich. Ich darf noch erleben, dass jemand mit Würde fleht. Eine wahre Herrscherin. Du bist frei. Ich bin dankbar. Und jetzt bitte aus dem Weg. Ich muss zum Stadtkerker. Diese Frau. Dem einen Kerker kaum entronnen, rennt sie schon zum nächsten. Dort sitzt Renard. Und wenn ich noch einen wahren Verbündeten habe, dann ist er es. Ich muss ihn rausholen. Moment, unbewaffnet? Alleine? Was bleibt mir übrig? Dies hier. Im Stadtkerker sitzen auch ein paar Streuner ein. Wir haben gemeinsame Interessen. Gehen wir zusammen? Die Königin nahm Gascons Angebot an und schlich mit ihm und den Streunern durch die Stadt zum Kerker. Renards Loyalität der Königin gegenüber war ungebrochen. Zudem hatte der rührige Mann keine Zeit verloren. Ich habe die gefangenen Soldaten gefragt. Viele sind bereit, an eurer Seite zu kämpfen und sogar zu sterben, Herren. Die Chance könnten sie noch kriegen. Gehen wir. Aber als sie das Gefängnis verließen, gerieten sie in Schwierigkeiten. Caldwells Schergen hatten Mewe nicht in der Zelle auf ihre Exekution wartend vorgefunden und den Grafen informiert. Dieser hatte Einheiten entsendet und das Grüppchen der Königin rannte einer davon in die Arme. Verdammt, wir entkommen ihnen nicht. Zu den Waffen! Ach, jetzt müssen wir unsere eigenen Leute umbringen quasi. So stand Lyria gegen Lyria. Zuerst wollte Mewe nicht töten, sondern betäuben und verwunden. Doch sie merkte, dass ihre Gegner keine solchen Skrupel hatten. Diese Männer, die ihr noch vor wenigen Tagen gehuldigt hatten und deren Gesichter sie kannte, würden keine Kompromisse machen. Mewe blieb nichts übrig, als es ihnen gleich zu tun. Wir brauchen einen Fluchtweg, okay. Na, dann gucken wir mal. Ach, Gottes Willen. Los geht's. Wir müssen erstmal einen Fluchtweg finden. Gascon? Oh Gott. Zum Henker, wo ist er hin? Na geil. Ich wusste doch, dass man dem... Beeilung! Caldwell hat sich ja schon die ganze Stadt mobilisiert. Ich wusste doch, dass man dem Typen nicht trauen kann. Okay, eine Verbündete Einheit um 4. Gib ihr eine... Okay, das ist das gleiche nochmal. Gut, dann gucken wir mal. Dunkle Gasse. Oh shit. Ein grauer Reiter. Okay. Lyrische Sensenkämpfer. Ja. Wir müssen irgendwie unseren Renard beschützen. Okay, das wird Mist, eklig auf jeden Fall. Mist. Entferne alle Reiheneffekte. Die oberste Karte aus deinem Deck, der zieht zu Beginn des... der hat viele Karten auf jeden Fall. Okay, wir brauchen einen verdammten Fluchtweg. Das ist wieder kein Fluchtweg. Ich hätte auf meine Alte hören sollen. Ja, das sieht nicht gut aus, muss ich ehrlich sagen. Das sieht echt nicht gut aus. Okay, da. Noch ein Reiter, verdammt noch eins. Diese Ernte gibt es Schwarzkittel. Was zur Hölle? Du hast doch nicht geglaubt, ich lass dich zurück, oder? Na ganz ehrlich, doch, ehrlich eigentlich schon. Gesagt? Doch. Ja, habe ich ja gerade gesagt. Okay, das heißt, wir haben jetzt doch noch ein bisschen Unterstützung. Verfluchte Verräter. Wir haben zumindest ein bisschen Unterstützung, das ist schon mal gut. So, was macht Gascon? Führe zu Beginn des Zugs, füge einer zufällig gewählten gegnerischen Einheit 2 Schaden zu, verbessere eine zufällig gewählte verbündete Einheit um 2, verschiebe eine zufällig gewählte gegnerische Einheit in die gegenüberliegende Reihe. Okay. Und wir haben jetzt eine Streuner, verschiebe 3 Karten, markiere eine Einheit, generiere ein Feuer, füge einer Einheit 5 Schaden zu. Okay, ich würde sagen, wir spielen erstmal nochmal so einen Sensenkämpfer, weil... Mein Geist ist willig, aber... Diese blöden Stiefel. Das bringt am meisten jetzt, wenn ich das so mache. Zack, zack. So, komm schon. Da ist der Ausgang. Immer noch kein Ausgang. Verdammt, noch eins. Okay, er verliert erstmal eine Karte. Links, hat zu viele Karten rechts, auf der Hand. Links, rechts, links. Okay, ich würde sagen, dann benutzen wir jetzt mal Gascons Männer. Hä, wie sind denn die jetzt verschoben worden? Hoheit, wer garantiert uns, dass wir uns nicht in den Rücken fallen? Ja, das weiß ich auch nicht, aber wir müssen es jetzt erledigen. Komm.
Los geht's. Lass uns tanzen. Feuer wirken. Komm schon, da muss der Ausgang. Das ist immer noch kein Ausgang, das gibt's noch nicht. Ich meine, er hat Mist, hier. Verdammt. Mist. Das hatte ich fast erwartet, dass sowas kommen könnte. Die verlierst du wohl bei. Nee, die verlierst du in. Alter, wieder viele Punkte. Und wieder und wieder. Das sind mir zu viele Punkte, Freunde. Oh, oh. Die Herrin Margarita erzählte uns davon. Ach du heilige Scheiße. Oha. Okay, nochmal Feuer legen. Wir probieren es nochmal. Und komm schon, Ausgang. Immer noch kein Ausgang, das gibt's doch überhaupt nicht. Feuer ist übrigens ein Reihen-Effekt, der einer Einheit zufällig zwei Schaden machen kann. Und zwar mit einer Wahrscheinlichkeit von 33%. Das gefällt ihm nicht. Natürlich hat er so einen gekriegt, das gibt's doch überhaupt nicht. Ich glaube, es könnte hacken, ey. Na komm, nochmal einen Sensenkämpfer. Es gibt eine Zeit zum Ernten, zum Säen und okay. Zum Sterben. Mehr Punkte, komm schon. Zack, 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 zack. Meine Punktemäßig ist immer ganz gut dabei. Hier muss doch irgendwo der Ausgang. Alter, das gibt's doch überhaupt nicht, wie viel Pech ich gerade habe. Aber er kann keine Einheiten mehr spielen. Das ist gut. Er hat keinen Platz mehr. Das ist ja immerhin etwas Gutes. Streuner von Spaller. Leider habe ich kein Feuer. Das heißt, ich kann einfach nur 5 Damage machen. Alter, das gibt's doch nicht. Ich treffe den Ausgang wirklich als letztes. Also, den Ausgang gibt's wirklich von Anfang an. Ich hatte einfach Pech, dass ich den jetzt als letzte Karte treffe. Das gibt's doch überhaupt nicht. Aber ich meine, er kann eh nichts machen. Wie viel muss ich eigentlich Vorsprung haben? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber ich glaube, bin ganz gut dabei. So, verschiebe 3 Karten und füge ihm jeweils 2 Schaden zu. 2 und 3. Ich nehme nicht die mit Rüstung einfach. So, da muss jetzt der Ausgang sein. Jawohl, jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten, weil er kann nicht stärker werden. Das Ding gewinnen wir locker. Er kann halt nichts mehr spielen. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen antiklimaktisch gewesen, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Hexer, wie das hier geendet ist. Weil eigentlich findet man den Ausgang ein bisschen eher. Und jetzt warten wir halt einfach nur, weil er nichts mehr spielen kann. Das ist irgendwie auch ein bisschen doof, wie ich finde, aber hey. So, komm, wir müssen jetzt einfach nur noch warten, bis die Zeit abgelaufen ist. Ich glaube, wir mussten mehr Punkte einfach haben, ne, genau. Hast du Arbeit für mich? Schieß noch einen ab hier. Jetzt haben wir es geschafft. Das war jetzt ein bisschen antiklimaktisch, aber Pech ist auch mal dabei, ne? So, wir haben es geschafft. Ich danke dir, Gascon. Und deinen Männern. Für eure Hilfe. Schon gut, Herrin. Streuner finden Keilereien unterhaltsam. Ich fand es nicht unterhaltsam. Ein Sohn gegen seine Mutter. Lyria gegen Lyria. Ich fürchte, das wird ein Bruderkrieg. Bitte? Der Krieg ist doch vorbei. Dein Reich ist an Nilfgaard verloren. Du hast keine Armee. Dann stelle ich eine neue auf. Ich lasse Caldwell hängen und schicke Nilfgaard wieder über die Jaruga. Du bist verrückt. Woher nimmst du die Männer? Willst du über die Dörfer reiten und Reden schwingen? Zum Beispiel? Nein. Ich werde sie in Edirne finden. König Demavend schuldet mir einen Gefallen. Und unterwegs schließen sich mir sicher Freiwillige an. Hm. Deine ersten Krieger hättest du schon. Wie das? Wir haben in Lyrien nichts mehr verloren. Unsere Verstecke sind aufgeflogen. Caldwell hat gewiss einen Preis auf unsere Köpfe ausgesetzt. Und das Land ist voller Nilfgaarder. Außerdem ist es reizvoll, Seite an Seite mit der stolzen Königin Mewe zu kämpfen. Als der Bandit, den sie gerade noch hatte, aufknüpfen wollen. Nun, wie war das mit dem Feind meines Feindes? Und daher wäre ich ein Narr, Hilfe abzulehnen. Egal, wer sie anbietet. Also gut. Gefallen tut mir das Ganze irgendwie nicht. Aber ich glaube, ändern können wir es nicht. Sehr edel von dir, Herrin. Die Hand darauf? Nein? Na dann, die Straße ruft. Aber erst müssen wir lebendig aus der Stadt rauskommen. Folgt mir. Lyrien gehörte ihr nicht mehr. Mewe musste schnurstracks aus ihrem Reich verschwinden. Sie, die goldene Kutschen gewöhnt war, sah die Straßen der Stadt aus einer neuen Perspektive. Ist das der einzige Ausweg? Ganz sicher? Die Königin ist jetzt auch nur ein Flüchtling. Am besten hält sie sich die Nase zu und jammert nicht. Mewe erreichte ohne Hindernisse das Tor. Doch es war verschlossen. Verriegelt und bewacht. Götter, verdammt! Ganz ruhig, Herrin.
Das ist nichts, was wir nicht mit ein paar Bolzen lösen könnten. Das sind unsere Männer. Das waren deine Männer, Rinna. Waren. Gascons Männer hatten die Bolzen schon im Anschlag. Doch dann trat die Königin vor sie hin. Was tut sie? Majestät, ich habe Befehle, euch zu verhaften. Dann legt mich in Ketten. Bitte versteht, mir bleibt keine Wahl. Keine Sorge, du wirst belohnt. Von Caldwell. In nilfgaardischen Florenz. Der Hauptmann ließ seinen hochroten Kopf verschämt sinken. Geht, Herrin. Flieht. Doch nur, um zurückzukehren. Denkt daran, Gascon. Ich bin kein Flüchtling. Ich bin eine Königin, die ihrer rechtmäßigen Krone beraubt wurde. Und wenn ich bis ans Ende der Welt ziehen muss, ich werde sie zurückholen.